höre, 215 im Polo. Alter Verwalter. Tja, hättest du lieber ein Polo gekauft, hättest du dir mal locker flockig 40.000 Euro gespart. YouTube-Corner, nicht abfliegen. So, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Fahrdoch. Und man kann es, glaube ich, unschwer erkennen, wo ich bin, oder? Und im heutigen Video möchte ich euch den Wagen hier vorstellen. Es ist nämlich der neue VW Polo GTI. Und seit Tagen stelle ich mir die Frage, macht dieses Gerät hier den Golf GTI überflüssig? Weil er hat so viele Zutaten, die im Grunde der Golf auch hat. 2 Liter TSI als Evo 4, also der VW EA888 Evo 4, 7-Gang DSG, 207 PS. Da sind wir nicht mehr sehr weit weg vom Jorf, der mal locker flockig mit ähnlicher Ausstattung 10.000 bis 15.000 Euro mehr kosten kann. Und jetzt möchte ich herausfinden, weil mir hat der Golf, sowohl der GTI Clubsport als auch der R ganz gut gefallen auf der Nordschleife. Das sind richtig gute Fahrzeuge. Aber wer jetzt sagt, bist du bescheuert, 50.000 Euro für einen Clubsport auszugeben, Liste? Nee, bitte nicht. Mir reichen hier 37.000 Euro, ne? Aber immerhin. Die Frage ist natürlich, also hier, Kürzel GTI. GT kann er. Ich bin gerade 400 Kilometer hierher gefahren, habe einen Verbrauch gehabt von 6,5 Liter und ich musste nicht zum Orthopäden. Super, Daumen hoch. Aber der springende Punkt ist einfach, wie verhält er sich in den Kurven? Und deshalb sind wir hier. Der absolute Härtetest auf der Nordschleife. Und deshalb hätte ich gesagt, wir fahren jetzt drauf, drehen mal eine Runde in den Touristenfahrten und dann finden wir raus, ob hier tatsächlich der kleine Polo GTI dem großen Bruder Golf GTI den Rang ablaufen kann. Viel Spaß beim Video. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber so sehe ich mich ungefähr in 40 Jahren. Genauso. Es ist nach wie vor ein legendärer Ort, ne? Guck mal, wenn du hier reinfährst in die Nordschleifeneinfahrt. Mein Herz pocht, ich bin aufgeregt. Du hast ja das Lustige beim Polo GTI ja schon so einen Schlitz für deine Karte, ne? Wie Ringtool ist das denn? Nee, Spaß beiseite, das ist eigentlich nur für deine Kreditkarte. Aber nice to have, geiler Gag. So, ab geht's, Freunde. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es immer so, ich fahre mit ultra viel Adrenalin auf die Strecke. Weil auf der einen Seite habe ich schon so ein bisschen Angst, weil du guckst rüber und du hast einfach einen halben Meter, bevor du einplankst und das war's. Aber trotzdem freust du dich, weil das einfach so eine krasse Strecke ist. Aber ich hätte gesagt, es geht jetzt los. Ich gehe auf meinen Mode Selector, ich gehe in Sport und dann jagen wir ihn mal hoch. Den GTI. Das ist geil, ich freue mich so sehr. Aber bevor es gleich heiß wird in den Kurven, hätte ich gesagt, knalle ich euch zuerst mal die technischen Daten an den Kopf. Und zwar haben wir, wie gesagt, den 2 Liter TSI am Start, VW EA888 Evo 4, also die aktuellste Generation. Und das Krasse ist, wir haben jetzt 207 PS, also 7 PS mehr als das Vorfacelift und dazu 320 Newtonmeter Drehmoment. Es ist schon gut. Darauf freue ich mich am meisten, weil ich merke jetzt schon, er ist schön flink. Das macht schon sehr viel Laune. Und dazu darf man nicht vergessen, Sabine Schmitz-Kurve. Einmal Gruß raus. So, und rein damit. Wir sind jetzt in 6,5 Sekunden von 0 auf 100. Damit sind wir schneller als ein Golf 4 R32 in einem Polo. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann 240 km/h Spitze, das ist gut. Aber so auf den ersten Metern ist das schon sehr entertaining, das sage ich euch. So, einmal rum hier. Du merkst einfach, du hast Schub mit dem 2 Liter Vierzylinder, gell? Der VW EA888, das ist schon eine Bank. Und im Grunde genommen sind wir ja auch nicht mehr sehr weit weg vom Golf GTI, ne? Mit 245 PS. Und runter damit. Also hier kannst du auch schon richtig Spaß mit haben, ne? Das ist schon nicht verkehrt. Und guck mal, die Geschwindigkeit, die baut auf, die baut auf. Hier Flugplatz 190 mit dem Polo, kein Problem, habe ich die Eier? Nein, ich habe natürlich keine Eier, aber lecko mio. Oh, jetzt mal ein bisschen runtersteuern. Was halt hier auffällt, er zieht gut, weil er einfach im Vergleich zum Golf knapp 150 Kilogramm leichter ist. Und das spürst du auch. Und das macht für mich den Braten fett, vor allem wenn es hier so bergauf geht, fühlt er
weißt du, 207 PS reichen. So, Schwedenkreuz, ein bisschen langsamer machen, müssen nicht übertreiben. Hier einmal rum, Achenberg schön hart anbremsen. Hier fällt mir auf, Bremse ist gut, reicht, aber sie ist bei weitem nicht so solide und nicht so bissig wie beim GTI, die Performance-Bremse. Die gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser. Das ist hier mehr Alltag, mehr Komfort, aber es reicht schon. Also wenn man jetzt nicht hier jeden Tag Nordschleife fährst, ist das in Ordnung. Fuchsröhre, 215 im Volo, alter Verwalter, guten Morgen. Oh, jetzt wird er ein bisschen unruhig. Wollen wir kurz anbremsen, hier rum, zack, über die Curbs. Das macht er schon solide. Wisst ihr, im Vergleich zum Jorf ist es so, wir haben im Polo nicht das DCC an Bord, sprich die variable Dämpferregelung, die im Grunde genommen jede Sekunde misst und dann sich anpasst. Wir haben hier sozusagen mit unseren Fahrmodi einfach feste Kennfelder, das war's. Und das spürst du dann auch, dass er nicht ganz so souverän, nicht ganz so solide auf der Straße liegt wie der Jorf. Und dazu auch noch, weil er einfach kleiner ist, und fast 10 cm weniger Radstand ist, ist er schon sehr aktiv, das sage ich euch, ne? Aber, oh Alter, der schien mega. Rundrum. Also Leute, wenn ihr an der Stelle seid, ist jetzt Zeit, ein bisschen untersteuern, ja? Ja, ist ein bisschen ungestüm, aber alles in Ordnung. Das Auto ist nicht ganz so sicher wie der Jorf, klar, aber trotzdem auch nice zu fahren. Das wird ein Punkt sein am Ende der Runde. Ich merke es jetzt schon. Bremse lässt so langsam nach. Und das, wir sind jetzt noch nicht mal bei Breitscheid. Also noch keine halbe Runde runter. Und die Bremse, die macht jetzt schon die Grätsche. Das ist nicht ganz so stabil, das sage ich euch. Nochmal vor uns haben wir einen AT und R. Der wird jetzt gleich blöd gucken, wenn er von einem Polo GTI überholt wird. So, grazie mille. Tja, hättest du lieber ein Polo gekauft, hättest du dir mal locker flockig 40.000 Euro gespart. Ich wünschte mir so ein Ticken mehr Bissigkeit in der Lenkung. Es ist mir ein bisschen zu viel Alltag. Es ist gut, es fühlt sich also wirklich auch hochwertig an, aber es ist nicht so, weißt du, so richtig Rennstrecke, wie man es vielleicht vom Golf R auch kennt. Einmal für die Fotos hinein grüßen, sehr gut. Ah, ich habe Schweißperlen auf der Stirn, das heißt, es macht Spaß, er macht es gut. Also, Halbzeit, Polo, GTI, Facelift, das ist nicht schlecht. Was mir aber ganz klar auffällt, ich werde jetzt ein bisschen vom Gas runtergehen, weil wir müssen ja nicht übertreiben, wir sind ja nicht im Rennen drin. Daraufhin schaltet er runter. Und zwar, ich merke das für mich jetzt so, er schaltet erstmal automatisch für mich hoch mit dem 7-Gang DSG, was ein bisschen schade ist. Und ihr habt nur noch einen 7-Gang DSG am Start. Das heißt, Handschalter AD, was ich total schade finde. Ja, macht auch Sinn, weil Golf, sag ich schon, VW im Moment so eine Schiene fährt. So, ja, in 5 Jahren fährt sowieso keiner mehr Handschalter. Dann brauchen wir es beim Polo GTI auch nicht mehr machen. Ist halt so ein bisschen tragisch, weil das wird ihm schon extrem gut stehen, weil er dann doch so ein Ticken, so ein bissiger Terrier ist. Tschüss, M4. So, einmal rum. Reifen machen das aber ganz gut. Kein Geschmiere, kein gar nichts. Bis jetzt okay. So, jetzt fahren wir ins Karussell rein. Dann können wir mal gucken, wie die elektronische XDS-Sperre funktioniert. Ob sie das gut macht. Einmal rein damit. Liegt solide auf der Straße, ja. Pff, macht der eiskalt. Guck, wie früh aufs Gas gehen kann. Das ist schon stark. Weil wir halt einfach nicht so viel Leistung haben, kannst du gefühlt 5 Meter früher ins Gas reinlatschen als andere Fahrzeuge. Das ist schon nice. So, einmal rum hier. Kommen wir langsam Richtung hohe 8. Schön anlehnen. Ein bisschen schmierig, aber ist alles in Ordnung. So, ich werde jetzt mal so ein bisschen die Klappe halten. Ich habe jetzt sehr viel geredet und ich habe jetzt aber ein Gefühl fürs Auto. Jetzt werden wir ihn mal hier ein bisschen laufen lassen. Mal so ein bisschen gucken, ein bisschen kitzeln und sauber fahren. Und hier rüber, innen bleiben, zack, über die Curbs. Andere Seite auch über die Curbs. Heck spielt gerne mit. Das war unsauber von mir.
Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, ich war sauber und daraufhin fährt er unsauber, der Behage. Nochmal. So, fahren wir nach Pünktchen rein. Irgendwo ein paar Fahrdoch-Fans. Und rum. Kamera hängt noch. Passt. YouTube-Corner. Nicht abfliegen. Machst du mit dem Polo GTI nicht. Machst du einfach nicht, weil das Auto extrem sicher ist. Also wer das schafft, der kriegt von mir die Fahrdoch-Ehrenmedaille. Oder den goldenen Umberto. So, Achtung. Sprunghügel kommt jetzt als nächstes. Es ist gut, wir haben hier 170 einfach drauf. Ich bremse davor. Ja, weil genau das ist es. Wir haben leichtes Brake Fading. So leid es mir tut. Aber es ist in Ordnung. Du, dafür ist das Auto ja eigentlich nicht gedacht, dass man fliegt. Aber oh, Junge hier. Wir fahren hier ein Tempo, Leute, mit einem Polo. 180, volle Lotte, ich kann machen, was ich will und er kauft mir alles ab, ne? Also das ist schon Weltklasse. Aber wie gesagt, er kommt fahrwerkstechnisch nicht an den Golf ran. Da hat der Benny Leuchter schon extrem gute Arbeit geleistet beim Fahrwerk. So, kleines Karussell noch. Können wir vielleicht ein bisschen Pfötchen heben und rein? Ja, die XCS elektronische Quersperre, die macht das schon gut. Also braucht man nichts sagen. Da brauche ich auch keine mechanische. So, letzte Kurve, Freunde, dann sind wir schon wieder durch. Hier noch einmal, das war jetzt bitte, wenn wir jetzt noch einen planken. So, und dann geht's auf die Döttinger Höhe mal wieder. Audi Sportschild. So, ich gehe vom Gas runter. Jo, ja, und ich merke es jetzt schon. Bremspedal, das fühlt sich an, als würde ich hier in so eine Kuchenmischung von der Omi rumrühren. Das passt nicht, aber Schwitzpegel ist gut. Boah, Polo GTI, mal einen richtig geilen Job gemacht, das sage ich euch. Also, wie gesagt, er kommt nicht an den Golf GTI ran. Der ist einfach noch mal einen Ticken schneller, noch mal ein bisschen solider und fast sicherer noch. Aber wenn du eine Spaßbude haben willst, die trotzdem schnell ist, ein bisschen giftiger vielleicht auch, ne? 12.000 Euro weniger. So, und damit hätte ich gesagt, wir werden schon ein paar richtig geile Fahrzeuge geholt, gell? GT3 RS, M2 Clubsport. Junge, Junge. Schon geil. Nordschleife ist einfach fett. Ja, und damit hatte ich gesagt, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen hoch da. Und falls ihr nicht abonniert habt, dann abonnieren unbedingt. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Nordschleifen-Video. Tschüssikowski.